fängt gerade an zu regnen. Jetzt ist meine Deadline. Ich habe vor, zum Bushcraft Symposium 2024 hingehen. Das ist so eine Art Festival/Lehrgang, wo man lernt, Feuer ohne Feuerstahl zu machen und mit Feuerstahl, also ohne Feuerzeug. Und ja, ich muss sagen, ganz ready bin ich nicht. Natürlich regnet es ausgerechnet jetzt. Und mein Land ist soweit bereit zum Verlassen. Meine Idee ist, dort auch ein bisschen was zu verkaufen, ein bisschen Werbung zu machen für Trailpark Adventure. Ich habe jetzt meine ersten zwei Videos hochgeladen. Und Connections zu finden, Freunde zu finden, sozialisieren und so weiter. Ein bisschen Keen sparen, verkaufen. Und Axtstieler will ich auch noch selber machen. So, dann kommen wir jetzt zu dem Thema Keensparen. Wahrscheinlich den meisten durch Bushcrafting und sowas wie Seven vs. Wild bekannt. Eines der besten Sachen, um Feuer anzubekommen, nur mit einem Feuerstahl. Bevor ich euch das aber zeige, gehen wir erstmal auf die Suche nach Keensparen. Das erste, was ihr dafür macht, ist, ihr sucht euch einen Nadelholzwald. Ob es Kiefer oder Tanne ist, ist irrelevant. Und dort sucht ihr dann nach verletzten Bäumen. Also ganz tote Bäume geben das nicht mehr ab, weil Keensparen ist ein, man kann es wie als Wundsekret nennen. Ich kann euch das hier mal zeigen. Hier, wenn man einen Baum verletzt, hier war ein Ast und ich habe die Rinde drumherum abgenommen. Übrigens, so macht es die Industrie. In fast jedem Kosmetikprodukt ist diese Flüssigkeit drin und der Baum wird davon nicht sterben. Ich blende euch mal Bilder ein, wie es aussieht, wenn man das jahrelang macht und professionell. Und ich bin hier jetzt am Experimentieren. Man sieht hier das durchsichtige Sekret hier. Und das ist sehr leicht entflammbar. Und ich zeige euch mal, ich habe es auch an einem toten Baum ausprobiert. Den muss ich noch fällen, der ist gefährlich. Und ich habe hier extra mehr verletzt wie sonst und hier kommt nichts raus. Noch mega interessant, hinter mir war ein toter Baum, der ist von alleine umgekippt und ich habe daraus eine Sitzbank gemacht und ihn halbiert. Und hier sieht man richtig gut, wie das Keensparen wächst. Hier war ein Ast, oder er ist immer noch hier. Und das alles hier, das ist Keensparen. Keensparen muss man beachten, es schwitzt. Das heißt, das wird bald einfach verschwinden. Das Öl läuft raus und verdunstet. Ich merke auch, meine Finger sind klebrig. Das ist schon mal die erste Möglichkeit, Keensparen zu finden. Aber ich muss sagen, bei toten Bäumen ist es eher der seltene Fall und man muss da viel dran arbeiten. Sowas ist ideal. Dieser Baum ist umgekippt. Er ist halb am Sterben, aber er lebt noch. Und von diesem Baum habe ich dieses schöne Stück Keensparen. Man sieht es richtig schön an der Verfärbung. Und auch der Wurzelbereich ist meistens der Bereich, wo der Keensparen herkommt. Das heißt, der Baum saugt Flüssigkeit vom Boden auf. Und man sieht es richtig, richtig gut hier. Hier tropft das Keensparen schon raus. Und hier ernten wir uns jetzt ein Stück. Jetzt erkennen wir richtig gut an den Verfärbungen. Hier die dunkle Färbung, hier ist mehr Keensparen wie an dieser hellen. Aber nichtsdestotrotz, hier ist auch Keensparen drin. Ich sehe hier Tropfen, also es fängt direkt an zu schwitzen. Kommen wir jetzt zum nächsten Baum. Ein Meisterwerk der Natur, dass dieser Baum noch lebt, ist unglaublich. Ich vermute, dass hier das Keensparen schon ausgetrocknet ist, aber wir gucken uns den Ast mal an und einen anderen Ast. Volltreffer, oder ich würde es nicht Volltreffer nennen, aber hier sind noch Keensparen-Reste. Gucken wir mal weiter. Und ja, bei dem Baum ist mir besonders wichtig, dass der überlebt und dem scheint es ja schon nicht so gut zu gehen. Ich habe jetzt mal hier von einem Ast, von einem lebenden Ast, ist jetzt nicht das allerbeste. Aber ich denke, das Stück von der Wurzel ist gut und jetzt ist hier ein Stück, wo ich große Hoffnung habe. Also ich will auf jeden Fall, dass dieser Stamm weiterlebt und die Energie kommt hier unten aus den Wurzeln, deswegen schneide ich da nichts mehr ab. Aber ich sehe hier, dieser Ast, der verschwindet im Nichts und ich denke mal, dass der gerade am Absterben ist und den schneiden wir jetzt mal ab und gucken ihn uns an. Sieht mal gut aus. Ui. Das sieht richtig gut aus. Man sieht, der schimmelt schon. Da
das sieht gut aus. Okay, die Entscheidung wurde getroffen, dieser Ast kommt jetzt auch weg. Das war mal eine Wurzel, dieser Ast. Und der ist mir zu nah an meinem heiligen Eichenbaum. Von daher kommt der jetzt komplett ab und ich glaube echt, dass der voll mit Kienspan ist. Daumen drücken. So, dann geht's jetzt ran an die Arbeit. Ich habe mir noch diesen dicken Klotz abgeschnitten. Das heißt, wir machen das jetzt alles erstmal bereit. Ich habe einmal die Wurzelstücke und dann habe ich mir noch Äste abgeschnitten. Man sieht viel heller wie hier. Aber jetzt heißt erstmal entrinden und alles angucken. So, wir überspringen den Teil mit dem Entrinden mehr oder weniger, weil jetzt geht es ums Kiensparen. Ich entrinde das gerne, damit ich schön alles sortieren kann. Ich möchte wirklich alles vom Baum verwenden. Und jetzt ist es ganz hilfreich, eine scharfe Axt zu haben. Weil jetzt wollen wir ans Gold. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele. Also die Äste haben in der Regelung nur dort, wo sie in den Stamm reingehen, den Kiensparen. Deswegen habe ich den jetzt nur zur Hälfte entrindet. Man sieht hier schön eine leichte Verfärbung. Und hier außen, hier ist auch recht guter Kiensparen. Und hier ist alles weiß. Das heißt, da mache ich mir erst gar nicht die Mühe. Die Wurzelstücke sind extrem geil. Also schon fast die Rinde ist eigentlich auch schon voll mit Kiensparen. Und ja, dann zeige ich euch, wie ich das jetzt mache. Das ist das dicke Stück von der Rinde. Das scheint ganz viel Kiensparen zu haben, aber wir sehen hier auch ganz normales Holz. Und das will ich abmachen, obwohl auch hier Kiensparen drin ist. Das ist nur nicht so viel, das heißt, es ist immer noch ein guter Zunder. Und deswegen habe ich hier alles sauber gemacht, damit ich mir das dann beiseite legen kann und verwenden kann. Das heißt, ich hack hier jetzt so lange rein, bis es nach Kiensparen aussieht. Viel Kiensparen ist hier nicht, aber es riecht nach Kiensparen. Unpaid advertisement, I had a little stop to print this. Ich habe hier ganz spannende Sachen ausgedruckt. Ein bisschen habe ich euch schon gespoilert über die Community-Beiträge, aber das ist alles noch eine Idee. Und vielleicht verwirklicht sich die Idee beim Bushcraft Festival, Bushcraft Symposium in Aivero. Das heißt, ich habe jetzt eine Stunde Autofahrt von mir oder eine Stunde 20 Minuten und ich melde mich dann, wenn ich dort bin. So, am Ziel angekommen. Was ein Kackwetter, echt übel. Heute soll es noch die ganze, also eigentlich fängt jetzt erst der richtig schlimme Regen an. Ich bezweifle, dass ich hier viel aufbauen kann. Ich habe hier wirklich Holz mitgebracht, damit ich mir den Tisch aufbauen kann. Da bin ich guter Dinge, zumindest soll morgen gutes Wetter werden. Und dann schauen wir mal, wie es in diesem Video weitergeht. So, the gates are open. At 6 p.m. was the official opening, and tomorrow is the official day actually where everything is gonna happen. This area here is for me and two other people, for three persons in total. And yeah, let's have a check how it looks here. There are way more people than expected. I thought in this rain there are not a lot of people who want to sleep under a little tarp, but look how the people sleep here. I absolutely love it. So if you have some experience with bushcrafting, then the weather doesn't matter. Life can be so easy if you just have the skills and the knowledge. It even didn't start and I already learned a lot. Like, I built a table now with ropes. I wanted to make it with nails, but the organizer, or one of the organizers, Mario, very helpful, very nice and skilled guy, helped me. And later on, some other people helped me. So yeah.
Now it's dark, you're not gonna see everything, so I will show you tomorrow everything. So, meine Freunde, home sweet home. Mein mobiles Zuhause ist jetzt hier geparkt zwischen tausenden anderen Autos. Und ja, ist ziemlich geil hier. Ich spreche nur Portugiesisch, also ultra, ultra gut für meinen Portugiesisch-Level. Aber ich muss sagen, ich struggle echt mit meinen Bushcrafting-Skills. Mir wurde hier schon sehr, sehr viel geholfen. Und der Stand ist jetzt soweit aufgebaut, nur ohne Regenschutz. Morgen früh soll es erstmal nicht regnen. Und ein komplettes Video gibt es dann auf dem Channel von Trail Park Adventures auf Englisch. Hab schon alles abgefilmt. Und ich zeige euch das dann alles in einer Kurzzusammenfassung. Aber ihr wollt ja morgen früh, will ich das Video online haben. Das heißt, ich setze mich jetzt an den Schnitt. Und ja, zukünftig wird es jetzt auch wieder mehr Content geben. Ich hatte eine kleine mentale Blockade wegen diesem nervigen Video, muss ich echt sagen, weil ich habe es jetzt wieder bearbeitet und jetzt kann ich keine neuen Dateien hinzufügen. Also ich muss das ganze Ding nochmal neu drehen. Aber werde ich machen. Ich bin jetzt wieder neu motiviert, euch hier mitzunehmen auf meine ganzen ultra geilen Abenteuer. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich von euch ein Like bekomme, ein Abo, wenn euch sowas interessiert. Und dann sehen wir uns bald wieder. Euer Robin.